erste Fünfeck-Melonga in Hannover-Schmünden, die erste öffentliche Melonga überhaupt, die Hannover-Münden, glaube ich, in seiner Geschichte jemals erlebt hat. Und die in diesem wunderschönen Ambiente, herzliches Dankeschön nochmal an Christiane, dass wir hier Tango tanzen dürfen. Einen Riesenapplaus für das Team des Hauses, das uns toll bewerbt hat. An der Größe der Tanzfläche, die wir ausgewählt haben für heute, könnt ihr merken, dass wir mit dieser Resonanz überhaupt nicht gerechnet haben. Wir sind wirklich überwältigt über diese vielen Gäste, das ist ja wunderbar. Ich würde gerne mal hören, aus welchen Regionen kommt ihr denn alles? Ich sehe Gäste aus Hofgeismar, ich sehe Gäste aus Göttingen, aus Kassel, aus Bad Arolsen, aus Wendeburg, Osterode, Braunschweig, aus Nordheim, Wolfenbüttel, Einbeck, was habe ich vergessen? Duderstadt. Also wunderbar. Ganz, ganz herzlich willkommen, dass ihr uns unterstützt bei unserer ersten Fünfeck-Melonga. Und wenn wir diese Resonanz merken, dann, das steht ja ein bisschen unter dem Motto Tanzen in historischen Räumen. Das heißt, Münden hat sicherlich noch ganz viele andere historische Räume, die man mal erkunden kann, die vielleicht eine etwas geeignetere Tanzfläche noch haben. Wir sind ganz, ganz glücklich, dass ihr euch auf den weiten Weg gemacht habt. Ganz, ganz herzliches Dankeschön und ich wünsche euch noch einen schönen Tanzabend. Nachmittag. Applaus